Backup-Tag. Ja, 33. Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Billion Humans. Ich bin euer Kellervater. Schön, dass ich wieder da bin. Nun geht's weiter. Ein neuer Tag, neues Herumrätseln. Einen kleinen Moment Geduld, bitte. Ich beende hier nur noch diesen wichtigen Bericht, an dem ich schon seit über einem Jahr arbeite. Tipp, tipp, tipp. Tipp, tipp. Ja, und fertig. Ausgezeichnete Arbeit, wenn ich das so sagen darf. Lassen Sie mich noch schnell speichern und Dateien speichern unter... No. Nein, nein, nein. Laufwerksfehler? Was? What the fuck? Stopp. Erneut versuchen. Gah. Wer hätte gedacht, dass meine Karriere wegen eines katastrophalen Datenverlustes zum Einsturz kommen würde? Haha, keine Sorge. Habe ich sie an der Nase herumführen können? Oh Gott, das hört nicht auf. Das hört nicht auf. Ja, ich wusste schon immer, dass ich auch Schauspieler werden könnte, wenn es mit der Arbeit im Management nichts geworden wäre. Datenverlust kann jedem mal passieren. Das ist nichts, wofür man sich schämen müsste. Für solche Fälle legen wir Sicherungskopien an. Lassen Sie uns hier mal üben, Sicherungen anzulegen. Jeder Arbeiter hat einen Würfel auf beiden Seiten. Die größere Anzahl ist fehlerhaft. Überschreiben Sie diese größere Zahl mit dem Wert der kleineren Zahl und legen Sie beide zurück auf den Boden, wo sie vorher lagen. Sie haben eine neue Anweisung Set. Set funktioniert sehr ähnlich wie Nearest, aber Sie können sie verwenden, um sich bestimmte Felder, Zahlen und viele andere Dinge zu merken. Verwenden Sie den Fragezeichenknopf da drüben, um mehr darüber zu erfahren. Okay. Speichern Sie einen Wert in einem Gedächtnisslot für später. Sie können Zahlen speichern, bla bla bla, halten. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, wir fangen einfach nach links an. Ne? Wir gehen nach links. Oder noch geiler, anstatt zu steppen, könnten wir auch nur abpicken. Links. Dann können wir sagen, Set Mem 1. Mein Ding. Dann sagen wir, Drop. Ach so. Der droppt ja an seiner Stelle. Ist okay. Okay, okay, okay. Das heißt, wir machen es anders. Wir machen so. Richtung Tag. Step left. Super. Mem 1 drop. Dann zweimal right, bitte. Right. Und dann nochmal Richtung right. So. Dann picken wir das Ganze ab. So, pick up, ja. Dann sagen wir Set Mem 2, mein Ding. Und dann fragen wir ab, if. Wobei, wir bräuchten das gar nicht machen, oder? If mein Ding größer Mem 1, das könnte man nämlich auch machen. Warte mal, wie haben wir gesagt? Überschreiben Sie die größere Zahl mit dem Wert der kleineren Zahl. Okay. If mein Ding kleiner Mem 1. Na, größer. Machen wir größer, weil dann sagen wir... Warte mal kurz, wie setzen wir schnell Werte? Das habe ich schon wieder vergessen. Right. Right, 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 right. Right. Mem 1. Cool. Wir könnten es nämlich auch anders machen. Wir können jetzt sagen, sonst mach's bitte folgendes. Sonst setzt du bitte Mem 2. Also, genau, droppen muss das eh sowieso immer. Mein Ding größer Mem 1, überschreibst du mit Mem 1. Ansonsten setzt Mem 2 auf mein Ding. Und, Moment, drop das Ding. Dann sind wir nämlich da fertig. Und sonst drop das Ding. Geh zwei Schritte nach links.
Pick it up. Das würde eigentlich... Na, wird nicht reichen. Write it. Write mem 2. Und drop. Boom. Oh ja. Nichts sorgt so sehr für innere Entspannung wie redundante Datenhaltung. Ja, 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 ja. Nice, oder? Hätte ich mal gesagt. Wir sind zu langsam und wir haben zu viele Schritte gebraucht. Mir egal. Suchen und Schreddern. Machen wir das. Suchen und Schreddern 1. Ja genau, ich weiß, was Sie denken. Es ist wahr. Jeder Datenwürfel ist ein einzigartiges Wunder. Arbeiter, Sie haben eine ganze Reihe voller solcher Wunder über sich. Wir sollten einen Moment darüber nachdenken und das würdigen. Die Datenwürfel sind alle so grün und einzigartig. Jeder Arbeiter muss den kleinsten Datenwürfel in seiner Spalte finden. Oh, wie süß. Aber das Problem ist, dass Daten Speicherplatz brauchen. Kleine Zahlen genauso viel wie große Zahlen. Und Speicherplatz gibt es nicht umsonst, nicht wahr? Sicher ist Ihnen schon klar, was daraus folgt. Wir müssen den Datenwürfel mit der kleinsten Zahl finden und ihn schreddern. Ja, und da wir nur 4 Speicherplätze haben, aber da bis zu mehr Dinge hier liegen, müssen wir anscheinend immer sagen, okay, was ist jetzt gerade der kleinste, was ist der kleinste? Du musst dir immer den letzten merken und ist der nächste kleiner und ist der nächste kleiner. Das heißt, wir würden jetzt mal sagen, prinzipiell, geh mal zu nearest Datenwürfel und genau, pick up mem 1. Dann ist schon mal easy. Dann würde ich sagen, set mem 1 mein Ding, ja, dann haben wir den Wert. Und dann würdest du einfach. Step up machen. Also natürlich droppen. Dann würde man raufsteigen und schauen, habe ich einen Datenwürfel. Das heißt, if ist ein Datenwürfel, sagen wir pick up. Dann würde man gleich direkt abfragen, warte mal kurz, bevor wir das machen, ist if nördlich von mir ist eine Mauer, also keine Mauer, dann darfst du absteppen hier. Dann fragst du ab, genau. So, dann fragen wir den Datenwürfel ab, sagen pick up, dann fragt er, okay, if mein Ding ist mem 1 ist der Wert meines Dings und nicht Moment. Wir können das am Anfang sogar, glaube ich, kübeln hier. Das hier können wir kübeln. So, so, so und so. Wir können einfach sagen, nördlich von mir ist keine Wand, passt. Ich gehe einen Schritt rauf. Ist da ein Datenwürfel? Genau, wir machen das so. Dann machen wir da zum Schluss einen Jump, der dann wieder hierher kommt. Er sagt, ist ein Datenwürfel da? Ja, cool. Ich sage jetzt einfach einmal, pass auf, set, ganz am Anfang sagen wir set mem 1, oder? Das ist halt die Frage, müssen wir initial was setzen? Wenn wir initial was setzen müssen, müssen wir später noch was hinzufügen. Wenn man zum Beispiel nichts vergleichen kann mit nichts. Wir würden dann einfach sagen, okay, wir heben das Ding auf.
sagen, Form auf, machen wir Nearest, genau, damit wir die Position des Datenwürfels kennen. Die Position speichern wir in Mem1. Und dann sagen wir, wenn mein Ding kleiner ist als Mem2. Okay, wir müssen anscheinend. Mem2 ist dann unsere Größe. Chuck 99 passt. Also, wenn mein Ding kleiner 99 ist, Mem2, dann sage ich set Mem2 mein Ding. Passt. Und in jedem Fall droppe ich dann den Würfel. Dann jumpen wir zurück. Wir haben noch keine Wand. Wir steppen ab. Cool. Schauen, ob Datenwürfel ist. Datenwürfel. Mem1 ist nearest Datenwürfel. Genau. Oh, warte mal kurz. Das bringt uns ja auch nichts, komme ich gerade drauf. Mem1 müssen wir natürlich auch sagen. Ist der Nearest das gleiche wie Mem2? Merkt er sich die Position automatisch mit? Also wenn ich sage, ist mein Ding und dann kann ich sagen, pick up mein Ding. Das wäre super. Weil dann bräuchte man nur eine Geschichte. Machen wir das mal. Nehmen wir das mal raus, die Position. Und setzen wir wirklich nur Mem2 drauf. Das wäre ideal. Passt, der setzt Mem2 drauf, der pickt up, der droppt auf jeden Fall. Der setzt Mem2 dann, wenn es zu setzen ist. Passt. Sobald wir die Wand dann erreicht haben, die nördlich von uns ist, dann sagen wir, pick up Mem2. Ah ja, genau, wir könnten dann auch sagen, Mem4 is nearest Shredder. Und dann sagen wir, und dann sagen wir, give to Mem4. Passt, das müsste gehen. Ja, das reicht aus. Nice. Das Ding ist, der hätte jetzt unendlich weitergemacht, weil ich keinen Endbefehl dran gehängt habe. Ihr Durchschnitt 29 Sekunden, Ziel 21, mehr Befehle. Wurscht, es war gut, es war gut. Und weil es gut war, bleiben wir auch. Upsi, wo sind wir denn da? Wo bin ich mit meiner Maus? Wo ist meine Maus? Ich finde meine Maus nicht. Ah, hier. Andere Maus, andere bitte. Mathematik für Kunststudenten. Schauen wir uns das mal an. Ja, 35. Was ist 4 plus 2? Was ist 5 minus 3? Was ist 1 mal 3? Wer soll sowas denn wissen? Wir sind schließlich keine Wissenschaftler. Dafür haben wir doch den Taschenrechner. Ja, Sie können nun den neuen Kalkbefehl benutzen. Dankeschön. Gott sei Dank, das hat mir so gefehlt im letzten Spiel. Nutzen Sie ihn, um Zahlen zu addieren, subtrahieren oder was Taschenrechner so machen. Lassen Sie uns das einmal üben. Bitte addieren Sie 1 zu jedem Datenwürfel. Legen Sie die Datenwürfel danach wieder auf den Boden. Sie schaffen das. Okay, easy peasy. Was? Ich kann keinen Nearest Befehl angeben? Na gut, ist ja wurscht. Dann sage ich, pick up. Unter mir. Kalk. Mein Ding. Plus 1. Danke. Drop. Geilo. Ihr wollt das hier nicht. Hast du abgelegt? Zu jedem Datenwürfel, oder? Spinni? Was fehlt mir? Oh. Ich muss das dann schreiben. Mem1. Und dann drop. Die haben sich das nur überlegt, haben es aber dann nicht reingeschrieben. So. Wir haben es nicht persistiert. Das war unser Problem. Non persistente.
Imano. So, wo ist meine Maus? Hier ist die Maus. 4 Befehle und wir sind auf 3 Sekunden. Super, hä? Ein Traum. Perfekt für den Cut.